Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder der Peil ist geil. Live auf Twitch mit dir auf YouTube. Was soll da noch geschehen? Und ich habe euch eine super gehypte Neuheit mitgebracht, selbst gekauft, weil ich das Spielprinzip so cool finde, dass ich natürlich alles haben will. Deswegen habe ich zugeschlagen. Absolutes Opfer. Es ist natürlich mit Marvel-Lizenz, weil ohne Lizenz unspielbar. Wir schauen uns an Dice Throne, und zwar Marvel Dice Throne. So, und wenn wir jetzt auf die Boxen gucken, dann kommt nicht eine Box, sondern es gibt zwei. Box Nummer 1, Box Nummer 2. Ah ja, hier haben wir es. Wir fangen mal mit der ersten Box an. Zeige ich euch die mal kurz in groß. So sieht die aus, die Box. Marvel Dice Throne. Vier Charaktere habt ihr drin. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt die erste Box? Gibt es da überhaupt eine Reihenfolge? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die zweite Box. Ihr habt eine Box auf jeden Fall mit Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange und Black Widow. Und ihr habt eine zweite Box mit Scarlet Witch, Thor, Loki und Miles Morales Spider-Man. Ja, ist wichtig, nicht der normale Spider-Man, sondern der Miles Morales. Das Ganze bei Grim Spire in Deutsch rausgekommen, war ja schon immer so ursprünglich Roxley. Was auffällt, das muss euch als allererstes klar sein, falls ihr die anderen Retail-Versionen hier von Marvel Dice Throne besitzt. Ich zeige euch mal, wie Marvel Dice Throne sonst immer aussah. So, stellt ihr was fest für alle Komplettierer da draußen. Die Box hat zwar dieselbe Größe, aber eine unterschiedliche Höhe. Und was ihr schon jetzt seht, wenn ihr da zwei drauf tut, sie passen nicht vom Format. Also das Format der Boxen passt nicht zusammen. Man hat sich, warum auch immer, auf eine andere Box hier geeinigt für Marvel Dice Throne. Das ist im Regal vielleicht für den einen oder anderen, der optischer Monk ist, belastend an der Stelle. Ich zeige es euch aber, dass ihr hier Unterschiede habt. Das ist nicht der einzige Unterschied. Spielerisch vom Spielprinzip, wie Dice Throne funktioniert, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, ist das das gleiche Spiel. Ihr seid auch kompatibel. Also ihr könnt diese Charaktere mit diesen Charakteren kombinieren. Gar keine Frage. Aber das Spielmaterial ist an ein paar Stellen anders. Für alle, die nicht wissen, was Dice Throne ist, ich werde nicht nochmal das ganze Dice Throne erklären. Schaut euch das Video an, was ich schon gemacht habe, die Review. Es ist letztendlich ein Kniffel. Ich sage Kniffel auf Koks, andere sagen Kampfkniffel. Das heißt, ihr würfelt mit Würfeln, versucht Schaden beim Gegner zu machen. Ihr levelt euch aber hoch. Ihr zieht immer wieder neue Karten von eurem Deck, um Dinge zu tun. Ihr manipuliert, ihr legt Statusmarker drauf, die euch Effekte geben. So, und es ist super erklärbar im Sinne von eigentlich wie so ein King of Tokyo. Es steht 2 bis 6 Spieler. Ich spiele es sehr gerne zu zweit. Ich habe es aber auch schon zu dritt gespielt. Zu 6 kann ich es mir nicht ganz so vorstellen. Ich würde sagen, zu 4 ist die Grenze, aber hauptsächlich ist das ein 2-Personen-Spiel. So, lange Vorrede. Wir gucken mal in die Box, wie das jetzt in der Box aussieht. Das Spielmaterial ist wirklich sehr cool. Ihr habt die Regel. Da ist auch immer die Info, dass sie die laufend weiter optimieren. Ihr könnt immer die neueste euch auf der Webseite reinziehen. Dann bekommt ihr Playerboards für die 4 Charaktere. Wir nehmen mal hier das von Spider-Man als Playerboard. Das heißt, ihr habt euren Charakter. Ihr habt hier Eigenschaften, je nachdem, was für Würfelergebnisse ihr habt, feuert ihr hier Angriffe, Verteidigungen etc. Und hier könnt ihr Karten draufspielen, um eure jeweiligen Eigenschaften zu optimieren. Das Ganze, wie gesagt, für alle Charaktere. Ich werde euch jetzt nicht alle Charaktere und deren Unterschiede einzeln zeigen. Das ist ein bisschen zu krass, glaube ich, aber so ein bisschen die Übersicht. Dann bekommt jeder Spieler passend zu seinem Charakter noch einen Übersichtsbogen. Der hat auf der Rückseite, das finde ich wirklich sehr cool, ein paar Klarstellungen, FAQs. Also wenn es Regelfragen gibt, habt ihr die direkt hier drauf, je Charakter. Und ihr habt hier eure ganzen Marker, die legt ihr hier auch dann drauf. Und habt hier diverse Statusinformationen, wenn ihr so einen Marker auf euch legt oder auf einen eurer Gegner, was diese Marker dann machen. Das heißt, ihr könnt halt Gegner verzaubern, schwächen, Zeitbomben auf sie schmeißen, diverse Dinge. Das, wie gesagt, für jeden Spieler oder Charakter einzeln dazu. Und dann das Spielmaterial. Das Spielmaterial jetzt immer für jeden Charakter besteht aus einem Set aus Karten, Würfeln, Tokens und 2 solchen Zählscheiben. Ich mache das jetzt nicht für jeden Spieler, weil wenn ich euch das Material zeige, dann wird es schon ein XXL-Video. Das könnt ihr ja wahrscheinlich bei den Hausies als Unboxings-Video dann irgendwo gucken. Die machen ja viel so Unboxing. Ich zeige euch das mal am Beispiel eines Spielers. Also ihr bekommt diese Punktezähler, die sind relativ logisch. Ihr habt einen Lebenspunktezähler. In einem 2-Personen-Spiel spielt man 50 Lebenspunkte. Wer auf 0 sinkt, hat verloren. In einem 3-Personen-Spiel spielt man zum Beispiel 35 Lebenspunkte. Stellt die sich also hier so ein.
Und dann gibt es hier noch diese sogenannten Kampfpunkte. Da startet man mit 2. Die gibt man immer wieder im Laufe des Spiels aus. Jede Runde kriegst du da auch wieder neue dazu. Kampfpunkte brauchst du, um Karten auszuspielen. Hauptsächlich. Dann hast du die Karten. Auch die hatte ich schon mal gezeigt. Jetzt habe ich extra Loki genommen, weil der eine Besonderheit hat. Und zwar, ihr habt dieses Kartendeck. Hier links sind immer die Kosten. Und ihr habt Effekte, die ihr in der Hauptphase spielt. Soforteffekte. Ihr habt Effekte, mit denen ihr Würfel manipulieren könnt. Und ihr habt Ausbauten, mit denen ihr also euer Tableau optimieren könnt. Und ihr habt einen relativ großen Schwung an Karten. Ihr habt immer 4 Karten auf der Hand. Die könnt ihr auch abwerfen, um hier noch mehr KP zu kriegen. Oder ihr spielt sie halt, ihr wirkt sie halt, ihr macht damit Dinge. Und dann zusätzlich bekommt ihr hier dieses ganze Spielmaterial. Ihr bekommt wunderschöne Custom Dice, immer 5 Stück an der Zahl, mit unterschiedlichen Symbolen und Zahlen drauf, den ihr also würfelt. Ihr bekommt so einen Charakter hier, so einen Standee, den bekommt ihr nur bei Marvel Dice Throne. Beim normalen Dice Throne ist der nicht dabei. Den braucht ihr auch nicht. Der ist für Dice Throne Adventure. Das ist nochmal eine extra Spielversion, wo ihr kooperativ Abenteuer erleben könnt. Und damit ihr dort auch mit den Marvel-Charakteren spielen könnt, wenn ihr das wollt, sind hier noch diese Standees dabei. Die brauchst du aber eigentlich nicht. Was spannend ist, ist, dass hier gar nicht erst der Fuß dabei ist. Das heißt, ihr benutzt den Fuß aus dem Dice Throne Adventure. Was lustig ist, Dice Throne Adventure kostet, glaube ich, 120 Euro. Ich weiß nicht, warum man sich nicht leisten konnte, hier einfach noch einen Fuß dazu zu packen. Und dann halt diese Tokens, die sind bei jedem Spieler anders. Die sind immer passend zu dem, was halt auf dem Spielerbogen an Funktionen ist. Hier Loki hat diese entsprechenden Funktionen, denn jeder Charakter ist komplett asymmetrisch, macht andere Dinge. Bei Loki, falls ihr bisher Dice Throne kanntet, ist auch die Besonderheit, der hat hier ein paar Spezialkarten. Und zwar hat der so ein Illusionsdeck. Das sind 3 Karten, die er immer mischt. Und er kann in der Verteidigung oder bei gewissen Momenten sagen, pass auf, zieh eine Illusionskarte. Dann ziehst du per Zufall eine Karte. Und in dem Falle hat jetzt quasi dein Angriff zum Beispiel Erfolg. In dem Falle hat er nur den halben Schaden. Und hier versagt sogar dein Angriff. Also hier gibt es so eine Verteidigungsstrategie, die auf Kartenbasis funktioniert. Gleichzeitig wirst du vielleicht verzaubert. Er hat hier auch noch als Spezialfunktion, dass er dir gewisse Eigenschaften überdeckt, also wegzaubert. Das heißt, du kannst gewisse Funktionen auf deinem Board nicht mehr nutzen, weil er sie dir wegzaubert. Er hat diesen Marker, der ist auch, also Loki ist ein sehr interessanter Charakter. Dieser Marker ist nämlich sowohl positiv als auch negativ. Also den kann er auf sich selbst spielen, aber auch auf Gegner. Und je nachdem, was gewürfelt wird, passieren komische Dinge. Teilweise kann die Entscheidung durch Loki noch verändert werden. Also sehr, 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 sehr spannender, aber auch komplexer Charakter, der auf jeden Fall das Highlight von dem Set ist. Also jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe und war auch bei uns so am Tisch, Loki ist auf jeden Fall der coole Dude, weil der einfach, der ist zwar sehr unberechenbar, erinnert so ein bisschen an Two-Face aus Batman, aber er ist halt auch irgendwie eine geile Socke, weil er coole Sachen macht. Wir können mal kurz, ohne auf das Material zu gucken, mal ganz kurz noch schnell auf die anderen Charaktere gehen, damit ihr ganz kurz gesehen habt, was ihr sonst noch habt. Das heißt, das kommt hier wieder schön hier rein. Tütchen und das ganze Zeug, was ihr seht, ist alles dabei. Also so wie ich das packe, ich habe es halt einfach nur noch gesleeved. Bei Spider-Man ist die Besonderheit, ich habe nicht alle selber gespielt, sondern andere, also Charaktere haben wir alle gespielt, aber ich habe nicht jeden Charakter selbst gespielt, sondern teilweise halt meine Mitspieler. Bei ihm ist das Besondere, er hat so ein Netz, was halt auch Schaden macht, wenn man eingenetzt ist. Er kann sich unsichtbar machen, dadurch einmal auch einen Schaden verhindern. Er hat eine zweite Angriffsphase, wo er nochmal angreifen kann, also sehr, 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 sehr spannend. Thor hat einen Hammer natürlich, den er immer wieder wegschiebt und sich wiederholt und dadurch Sachen macht. Er tut sich mit Elektrokinese aufladen, kann dann Blitze schießen und so. Er kann Schilder kaputt machen, also auch sehr, 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 sehr spannend und thematisch natürlich. Und dann hast du hier noch verzauberte Realitäten und so weiter hier bei, was ist das, Scarlet Witch ist das, oder? Genau, die ist auch ganz gut, die beschwört Sachen, die so, das ist auch ganz cool. Und manipuliert auch mit dem Tesseract Dinge. Also das ist die eine Box. Die gibt es einzeln. Also ihr müsst die auch einzeln kaufen. Es gibt die nicht zusammen, sondern ihr könnt sie natürlich kombinieren. Ich habe beide Boxen gekauft. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz in die zweite Box, damit ihr da auch kurz zumindest einen Überblick über die Charaktere bekommen habt. Und dann sage ich euch, was ich davon halte und so weiter. Und zwar hier ist das Highlight Doctor Strange, kann man sagen. Der ist super spannend. Warum ist Doctor Strange so spannend? Ihr habt also auch hier wieder die ganzen Boards. Also Black Widow, Black Panther, Captain Marvel und Doctor Strange. Was ist das Besondere bei Doctor Strange? Warum ist der so interessant? Und zwar Doctor Strange hat
diverse Zaubersprüche, die er im Laufe des Spiels lernt. Das sind auch extra Karten, die du auf der Hand hast, die du erst in dein Buch spielst. Dann hast du so quasi, dann lernst du sie erstmal, kriegst Effekte, also die haben dann den Lerneffekt. Und dann wirkst du irgendwann die Zaubersprüche, dann haben sie den Wirkeffekt, dann holst du sie dir teilweise wieder zurück. Und so sehr, sehr, sehr spannend. Er hat natürlich hier auch seine Vorahnung und das ganze Zeugs. Er hat Déjà-vu. Er kann also denselben Zug, wenn er scheiße war, einfach annullieren und nochmal machen. Also auch super, also auch super thematisch. Funktioniert alles und so weiter. Dann hier, was weiß ich, hier haben wir zum Beispiel Zeitbomben, die man versucht zu entschärfen. Wenn man das nicht schafft, sie zu entschärfen, machen die halt Schaden. Das heißt, du spielst halt Zeitbomben auf deine Gegner und so weiter. Hier, er hat so kinetische Energie und so einen Schutzpanzer. Er spielt sich relativ einfach, sieht man schon, da ist nicht so viel drauf, hier der Black Panther. Und sie hat so einen kosmischen Strahl. Bei ihr geht es ganz viel über so Lichtfeuer. Sie kann sehr viel Schaden die ganze Zeit machen über so einen Feuereffekt, der da um sie rum ist. So. Also, hier wieder auch das ganze Material. Ihr kennt das jetzt schon, so diese zwei Boxen. Ich habe es natürlich mit meinem Sohnemann gespielt. Ihr wisst, mein Sohnemann, der gerne so auf die Schnauze abstrakte Spiele spielt. Hey, die Dinger kommen noch gar nicht von der Spieleoffensive geliefert an, dann packt er sie aus. Ich habe einen Vater-Sohn-Moment mit ihm gehabt. Wir saßen zusammen da und haben Karten gesleeved. Wir haben zusammen Karten gesleeved. Das war mein Vater und so ein Moment. Das war wie gemeinsam angeln. Wir saßen da und haben die Karten zusammen gesleeved. So, und dann haben wir es auch gegeneinander gezockt und er ist Feuer und Flamme für Dice Throne. Deswegen, ich habe es schon beim normalen Dice Throne und bei Marvel ist es ja noch schlimmer. Bei meinem Sohn trifft das genau dahin und ich werde mir alles kaufen, was es dazu gibt, weil ich selber Bock drauf habe zu spielen und ich einfach Bock habe, wenn mein Sohnemann glücklich ist. Alles, was Kinder von der Spielkonsole wegholt und Vater-Sohn-Momente erzeugt, ist für mich der Wahnsinn. Ob das bei euch genauso ist, hängt von eurem Sohnemann ab oder Tochter oder was auch immer ihr euch da ranzüchtet. Bei mir punktet es. Ich mag die Charaktere, ich mag das Artwork, ich mag die Materialqualität, alles cool. Es sind zwei, drei Details, die mir nicht gefallen. Und die man auch ansprechen muss und die, ihr habt ja vielleicht in letzter Zeit ganz viel von Marvel Dice Throne gesehen, deswegen war mir so wichtig zu sagen, ich habe das Ding selbst gekauft und nicht von der Spieleoffensive bekommen. Die Spieleoffensive hat sehr großflächig dieses Marvel Dice Throne in die Creator-Bubble gespült. Deswegen gibt es sehr viele und leider auch sehr wohlwollende Rezensionen, die aus meiner Sicht leider einseitig sind. Wahrscheinlich, weil die Leute nicht so sehr aus dem Dice Throne-Universum kommen, deswegen ein bisschen zu wenig wissen, um halt zu erzählen zu können, wo die Schwächen an dem Spiel sind. Durchatmen. Die erste Schwäche, mich wundert, dass im Chat sie jetzt live keiner gesagt hat, seht ihr, wenn ihr die beiden Boxen, also die alte Dice Throne-Ausgabe und die neue nebeneinander haltet. Also, das hier ist Dice Throne. Ihr bekommt hier vier Charaktere. Ihr bekommt das Material hier in so Tütchen, hier so reingelegt. Und ihr bekommt hier so ein großes Board. Okay, deswegen sieht der Karton so aus. So sieht Dice Throne eigentlich aus. Ihr habt solche kleinen Battleboxen. Es sind immer zwei Charaktere in einer Box. Und wenn ihr das aufmacht, habt ihr solche Game Trays. Das ist kein Game Tray. Das ist ein Game Tray. Und was ist das Besondere an diesen Game Trays? Hier ist alles, was ein Spieler braucht, in seinem eigenen Tray. Er hat sein Spielerboard, was man hier so ausklappt, seinen Bogen, seine Karten, sein Zeug, sein Spielmaterial, seine Würfel, alles in so einem schönen Tray. Jetzt kann man sagen, oh Scheiße, kann man das Spiel nur mit Tray spielen? Natürlich kann man das Spiel auch ohne Tray spielen. Aber es ist schon was anderes, ob ich einfach ein 2er-Battlepack mitnehme oder 4 Spiele, also rein vom Platz, ist das hier natürlich einfach eine schöne Lösung, aber die kostet Geld. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, sie kostet Geld. Denn Marvel Dice Throne, also Dice Throne generell ist ja schon teuer. Aber Marvel Dice Throne ist natürlich noch teurer, weil wir noch die Marvel-Lizenz mitbezahlen müssen. Und um den Preispunkt für den Kunden runterzudrücken, geht man ein paar Produktionskompromisse ein. Ein paar von denen sind aber gegebenenfalls ganz gut. Ich zeige euch, was gut daran ist. Ich habe mich in meiner Rezension durchaus über diese Boards beschwert. Warum? Weil die produktionstechnisch so sind, dass sie nie ganz flach liegen. Seht ihr das? Das Problem habe ich hier natürlich nicht. Das Ding liegt bombengerade. Ja? Das Ding nicht, das Ding schon. Aber es ist da trotzdem bescheuert. Da hast du Dice Throne schon im Regal und es sieht so aus, du kaufst es dir. Ich habe es mir ja gekauft für teures Geld und dachte, ich bekomme jetzt das, was ich schon kenne. Nein, ich bekomme was anderes und das hat mich schon ein bisschen genervt. Also nicht nur ein bisschen, es hat mich durchaus genervt. Und was ist noch das Problem? Naja, Leute, es ist ein Luxusproblem, aber dieses Luxusproblem möchte ich euch ja nicht vorenthalten. Ich zeige es euch kurz. Wenn ihr euch das aktuell kaufen wollt
und ihr wollt dieses Set hier haben, diese beiden Boxen, dann zahlt ihr 120 Euro. Das muss man erstmal sacken lassen. Das hier sind 120 Euro. Diese beiden Boxen. 120 Euro. Ja, gab es in der Schmiede mit günstigem Preis, kann man backen, tralalü, blablablu. Wenn ihr das neu kauft, ohne irgendwelche Deals und Rabatte, zahlt ihr dafür 120 Euro. Das sind locker 20 oder 25 Euro mehr, als ich bei Dice Throne ohne Marvel-Lizenz bezahlt habe, mit sogar teilweise coolerem Material. Das müsst ihr wissen. Das wird irgendwann günstiger. Ja, es kommt bald wieder der nächste Spieleoffensive-Event. Da gibt es wahrscheinlich wieder für Dice Throne Rabattmarken und so. Alles cool. Also schaltet da ein bisschen Ausschau. Aber es kostet halt aktuell 120 Euro. Listenpreis. Und der Listenpreis, den müsst ihr zahlen, weil es ist Grimspire. Das heißt, die Spieleoffensive rabattiert selber nicht, weil sie halt den Handel nicht dazu, der Handel kann nicht rabattieren. Das ist so ein kleines Monopol, was die immer fahren. Irgendwann wird es da vielleicht auch mal Ärger für geben. Aber das ist ja der Klassiker. Spieleoffensive macht die Spiele so teuer für die anderen Händler, die sie bei sich selber im Vertrieb haben, dass sie quasi den Preis bestimmen und damit sind die Preise immer Listenpreis. Du kriegst auf Spiele der Spieleoffensive aus ihrem Verlagen von Happy Shops nirgendwo bessere Preise. Selber schuld, wenn du das Zeugs kaufst. Hier seht ihr, ich bin Markenopfer. Trotzdem sage ich, mein Sohnemann hat so viel Freude, dass mir dieses Geld es einfach wert war. Ich habe es halt einfach rausgeschissen, das Geld. Für euch sage ich ganz ehrlich, wenn ihr reinkommen wollt in dieses Dice Throne Ding, vergesst das. Ganz entspannt zurücklehnen. Holt euch so eine schöne kleine Starterbox hier. Zum Beispiel Dice Throne erste Season, Kampf 1. Ja, das ist auch die Starterbox. So eine kleine Box hier, glaube ich, kostet teilweise, wenn ihr sie mit Rabatt bekommt, ich weiß nicht, 25 Euro oder sowas. Holt euch so eine kleine Box. Schaut mal, ob euch das Spiel Spaß macht. Tut eure Sammlung weiter ausbauen. Lasst erstmal, glaube ich, die Finger von Marvel, wenn ihr es nicht braucht. Ihr zahlt halt Unmengen für die Lizenz. Und hier sind auch alle coole Charaktere dabei. Schaut mein Video an. Und wenn ihr euch dann, wenn ihr dann wirklich richtig Bock drauf habt, dann holt euch den Rest auch, aber dann seid ihr vielleicht ja an dem Punkt, wo es da schon wieder Rabatte gibt bei Marvel Dice Throne, irgendwann vielleicht ja günstiger wird, wenn der erste Hype mal wieder zu Ende ist. Vielleicht musst ihr aber auch aufpassen, dass die Lizenz ausläuft. Ich kann mir vorstellen, dass es deutlich einfacher ist, ein normales Dice Throne nachzufertigen als ein Marvel-Spiel. Deswegen vielleicht auch nicht zu lang warten. Im Chat gab es noch die Frage, kann man Dice Throne gegen Marvel Dice Throne zocken? Ja, ihr könnt also, auch wenn es sich ein bisschen komisch was leicht anfühlt, aber ich könnte jetzt hier diesen Barbaren gegen Black Panther antreten lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Spielerisch ist das kompatibel und ihr könnt das auch zusammenschmeißen, um jetzt in Dice Throne Adventures, was auch 120 Euro kostet ungefähr, auch gemeinsame Abenteuer zu erleben. Also das ist ganz cool, das ist alles in sich kompatibel und funktioniert auch in sich so. Puh. Genau, auch zu den Charakteren. Wir haben die jetzt inzwischen alle gespielt. Ich kann dir nicht sagen, ob einer overpowered ist, also ob die gut balanciert sind. Die spielen sich halt alle sehr unterschiedlich. Dadurch, dass immer noch sehr viel Glück dabei ist, wie im Würfelglück, kann ich dir gar nicht sagen, ob das Spiel gut balanciert ist. Es hat mich aber auch bisher nicht interessiert, ob es gut balanciert ist. Da gibt es da draußen wahrscheinlich Leute, die haben das mathematisch viel besser durchgerechnet und sagen, oh, Dr. Strange, völlig OP, der muss überarbeitet werden, bla bla blü. Ich finde die alle relativ stark und am Ende gewinnst oder verlierst du eher, weil du scheiße würfelst und nicht, weil der Charakter jetzt stärker war oder schwächer. So, wie ist das Fazit zu Dice Throne Adventure? Mein Sohnemann hat gesagt, er hat keine Lust, kooperativ mit mir zu spielen. Deswegen spare ich mir aktuell das Geld für Dice Throne Adventure, weil es doch sehr viel Kohle ist. Das heißt, da wird es aktuell noch kein Fazit zu geben. Ich habe aber die Augen offen, ob es mal irgendwo mal günstig hergeht. Dann würde ich schon sehr gerne testen, weil es mich interessiert. Aber das hätte bei mir wahrscheinlich keine Chance. Wie gesagt, weil mein Sohn sagt, hey, er möchte gegen andere kloppen. Er will nicht gemeinsam in den Dungeon. Er will gewinnen. So. Und hey, seine Entscheidung, mein Geld. Apropos mein Geld, jetzt auch meine Entscheidung. Also, ich habe es ausgesprochen. Meine Empfehlung ist, starte mit dem normalen Dice Throne. Lasst erst noch die Finger von Marvel, wenn ihr es könnt. Deswegen, obwohl es mir gefällt, ja, und ich es auch nicht ausziehen lasse, sage ich trotzdem, hey, es hat eine andere Größe, es hat einen anderen Preispunkt, die Boards sind anders. Warum macht man das mit uns? Das lässt mich so ein bisschen enttäuscht zurück.
dafür kriegst du aber eine Marvel-Lizenz und ganz geile Charaktere. Was willst du machen? Ich gebe trotzdem einen Flop, weil ich euch ja das nicht empfehle, sondern sage, holt euch erstmal das Normale. Also es gibt ein Flop. Aber das ist ein sehr, 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 sehr wohlwollendes Flop auf absolut hohem Niveau, weil ich sag mal, wenn ich das Normale nicht kennen würde, und das ist wahrscheinlich das Problem von anderen Creatoren, die jetzt gerade drüber reden, wenn ich diese Box nicht kennen würde, würde ich sagen, was für ein geiles Ding. Wenn ich das Ding umsonst bekommen hätte, hätte ich gesagt, was für ein geiles Ding. Wenn du aber 120 Euro für die zwei Kisten bezahlst, dann musst du sagen, hey, was ist denn damit? Was ist denn daraus geworden eigentlich? Das hattet ihr doch schon mal anders. Naja, wir gucken auf das Gemometer. Volle Schachtel, nee, Deluxe, nee, Re-Release, nee, ja, wobei, nee, ist eine andere Charaktere. Spiel mit Buch, Popkultur, jawohl, ein Punkt für Popkultur. Das ist gut, gebraucht war es nicht, One-Shot ist es nicht, Anthropomorph, nee, endlich mal Popkultur. Habe ich auch schon lang keinen Punkt mehr für Popkultur bekommen. So ihr Lieben, war ich zu vernichten mit Dice Throne? Seht ihr das anders? Habt ihr Creator gesehen, die das anders vorgestellt haben? Tue ich wieder mal keinem gerecht? Oder seid ihr Team Geekpunkt? Man weiß es nicht. In jedem Fall seid ihr so höflich. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal und schreibt einen richtig schönen Kommentar, nachdem ihr geliked habt. Und dann geht ihr flugs rüber auf Twitch, wo wir richtig geil Formate dreschen und dich einfach noch erwarten. Hier zocken wir digital, hier reden wir über Brettspiele, hier leben wir quasi die Community. Das ist mein Beitrag, Brettspiele in die Breite zu kriegen. Ich habe nämlich nicht nur mich in die Breite gekriegt, sondern auch Brettspiele. Also wir machen auf Twitch weiter und verabschieden uns von euch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss YouTube. An dieser Stelle eine kleine Umfrage zur Penisgröße. Sollte dein bestes Stück zwischen 18 und 20 Zentimeter lang sein, dann klicke bitte hier. Ist dein bestes Stück zwischen 20 und 25 cm lang? Klicke bitte hier und bei allem Größeren direkt ein Abo. Sollte dein Penis kleiner sein, dann schalte jetzt bitte aus.